Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Elden Ring Video und heute zeige ich euch, wie ihr Schmiedesteine, um eure Waffen aufzuwerten, in jeglicher Rarität in Elden Ring kaufen könnt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Elden Ring Video, mein Name ist Sebastian oder Holy13 Gaming. Hier dreht sich alles um Open World Games, RPGs und Looter-Shooter, so wie jetzt zum Beispiel gerade Elden Ring. Wenn du da Bock drauf hast, bleib doch gerne mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei. Klangperlen sind ja Elden Rings Lösung, um die Händler in der Tafelrunde fürs Endgame fit zu machen. Also ihr könnt jegliches Händlerinventar im Spiel in die Tafelrunde transferieren via Klangperle, genauso zum Teil auch Items, die ihr zum Craften oder Aufwerten braucht oder Verbrauchsgüter, die ihr sonst nur in der Open World finden könnt. Und so gibt es eben auch Klangperlen für die Schmiedesteine, zumindest eben für die normalen Schmiedesteine, um eure Waffen bis auf Stufe 24 aufzuwerten oder die Dunkelschmiedesteine, um eure Waffen auf Stufe 9 aufzuwerten. Für die letzte, die finale Stufe, benötigt ihr immer einen Drachenschmiedestein, den könnt ihr tatsächlich nur finden. Und genau darum geht es in diesem Video, ich zeige euch, wie ihr die Klangperlen für alle Schmiedesteine bekommt. Fangen wir doch direkt an mit den ganz normalen Schmiedesteinen. Klangperle Nummer 1 gibt es im Kristalltunnel von Raya Lucaria, hier auf der Map eingezeichnet. Cleart einfach die Mine bis zum Ende und stellt euch dann dem Kristallianer-Boss. Falls ihr Probleme mit ihm haben solltet, benutzt stumpfe Waffen, dagegen ist er besonders anfällig. Und ansonsten schaut einfach, dass ihr ihn euch ein bisschen vom Leib haltet, arbeitet mit einer Asche und dann solltet ihr das ganz gut hinbekommen. Als Belohnung gibt es dann die Klangperle Nummer 1 des Schmiedesteinschürfers. Damit könnt ihr eure Waffen bis Stufe 6 aufwerten. Die Klangperle Nummer 2 findet ihr am Außenwall Phantombaum in Leyendell. Von dort aus reitet ihr einfach zum versiegelten Tunnel und sobald ihr den betretet, könnt ihr von der Gnade aus nach rechts laufen. Dort ist ein unsichtbarer Durchgang, also einmal auf die Wand schlagen und ihr wird praktisch sichtbar. Lauft da durch, haltet euch rechts. Und dann findet ihr nach ein paar Metern diese Kiste hier und in der Kiste ist die Klangperle Nummer 2. Damit könnt ihr dann eure Waffe bis Stufe 12 aufwerten. Klangperle Nummer 3 ist noch einfacher, dazu müsst ihr allerdings schon bereits im Schneegebiet angekommen sein und beim Schnellreisepunkt Ruinen von Zamor. Das ist eigentlich der erste Schnellreisepunkt, den ihr nach dem Lift aufdeckt. Von dort aus folgt ihr einfach dem Weg, den ich hier reite, in die Ruinen von Zamor und dann ab in dieses Kellergeschoss und unten findet ihr wieder eine Truhe mitsamt Klangperle Nummer 3. Damit könnt ihr dann eure Waffen bis Stufe 18 aufwerten. Und die letzte Klangperle des Schmiedesteinschürfers, nämlich Nummer 4, gibt es dann im Endgame-Gebiet, das zerfallene Pharum Azula. Dort müsst ihr dann zum Schnellreisepunkt Drachentempel und recht viel mehr möchte ich euch hier eigentlich gar nicht zeigen, da ihr danach einen Boss bekämpfen müsst. Und von diesem Boss bekommt ihr dann Klangperle Nummer 4 gedroppt und könnt dann Waffen bis zu Stufe 24 aufwerten. Aber nach so viel Klangperlen gegrindet, seid ihr bestimmt mega durstig und deswegen würde ich euch empfehlen, bevor wir jetzt mit den Dunkelschmiedesteinen weitermachen, erstmal bei meinem Partner Holy Energy vorbeizuschauen. Dort kriegt ihr nämlich super leckere Gaming Booster, die nicht nur frei von Zucker und künstlichen Aromen und Farbstoffen sind, sondern auch nicht ganz so viel Koffein haben wie die Konkurrenzprodukte, was ich persönlich sehr gut finde. Wenn ihr euch noch unsicher seid, würde ich euch die Trial Packs empfehlen und ansonsten wäre mein Lieblingsgeschmack auf jeden Fall Raspberry Raptor. Benutzt doch gerne meine Partnerlinks in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Und wenn ihr noch meine Codes beim Checkout benutzt, könnt ihr bei eurer ersten Bestellung 5 Euro sparen und bei jeder weiteren Bestellung 10% auf den Gesamtpreis. Ich sage schon mal vielen Dank für euren Support und lasst es euch auf jeden Fall schmecken. Für die erste Klangperle des Dunkelsteinschürfers müsst ihr nach Caelid und zwar in den Kristalltunnel von Celia. Arbeitet euch durch die Mine bis zum Boss vor und tötet diesen. Auch hier gilt wieder, Wesen mit harter Panzerung oder eben steinerner Panzerung sind anfällig gegen stumpfe Schlagwaffen. Sobald die Sternenfallbestie liegt, erhaltet ihr die Klangperle 1 des Dunkelsteinschürfers und könnt somit eure Dunkelstein-Schmiedewaffen auf Stufe 2 aufwerten. Für Klangperle Nummer 2 verschlägt es uns nordwestlich der Hauptstadt zur großen Waldbrücke, reitet von hier aus quer durch den Wald bis zum Altus-Tunnel. Arbeitet euch durch die Mine vor bis zum Bossraum
Und weil ein Kristallianer beim letzten Mal nicht gereicht hat, gibt es diesmal zwei Kristallianer. Aber die Spielregeln für euch sind dieselben. Stumpfe Waffe, Asche mit am Start haben und alles sollte glatt gehen. Als Belohnung gibt es Klangperle Nummer 2 des Dunkelsteinschürfers. Somit könnt ihr jetzt eure Dunkelschmiedewaffen bis auf Stufe 4 aufwerten. Und für Klangperle Nummer 3 geht es, wie beim letzten Mal auch, jetzt ins Schneegebiet und zwar in den östlichen Teil zur ersten Kirche von Marika. Wenn ihr auf diese zureitet, könnt ihr auch schon eine Gestalt vor der Kirche im Schnee liegend sehen und die hat netterweise und natürlich ganz zufällig Klangperle Nummer 3 des Dunkelsteinschürfers dabei. Also für euch bedeutet das Waffenupgrades bis Stufe 6. Und für die nächste Klangperle verschlägt es uns wieder in das Zerfallen der Pharum Azula. Diesmal in den Schnellreisepunkt Sturmbalkon. Und dort geht ihr einfach nur zur Kante, zu dem netten Herrn, der die Aussicht genießt und nehmt ihm freundlicherweise Klangperle Nummer 4 des Dunkelsteinschürfers ab. Damit könnt ihr jetzt natürlich eure Waffen bis Stufe 8 upgraden. Und damit ihr eure Waffen auch noch auf Stufe 9 bekommt, braucht ihr auch noch die Klangperle Nummer 5. Und damit ich euch von dem Endgame-Gebiet nicht zu viel spoiler, würde ich jetzt etwas weiter hinten einsteigen und euch nicht den kompletten Weg zeigen. Ich befinde mich jetzt gerade hier auf der Map und wir müssen genau dorthin. Wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr zu diesem Ort kommt, setzt euch am besten einfach einen Marker und achtet auf euren Kompass. Dann habt ihr zumindest immer die grobe Himmelsrichtung und ich habe mich so ganz gut zurechtgefunden und es auch geschafft, alle Graces, die ihr hier jetzt sehen könnt, so aufzudecken, dass ich eben immer nur in die grobe Richtung gelaufen bin. Jetzt geht es nur noch ein ganz kleines Stück hier über die Säulen des umgefallenen Monopterus und auf der anderen Seite erledigt ihr einen Gegner außerhalb und drei weitere Gegner innerhalb des Gebäudes und dann könnt ihr ganz in Ruhe und entspannt die Kiste looten. Und wie ihr euch vermutlich schon gedacht habt, findet ihr in der Kiste natürlich Klangperle Nummer 5 des Dunkelsteinschürfers und könnt somit eure Waffen auf Stufe 9 aufwerten. Also vorausgesetzt, ihr habt genug Kleingeld auf Tasche, habt ihr jetzt sozusagen unendlich Schmiedesteine zur freien Verfügung und könnt nach Herzenslust alle eure Waffen aufwerten. Und wie ich ja bereits eingangs erwähnt habe, gibt es das Ganze auch noch für andere Sachen. Ich würde auch demnächst bei mir auf dem Kanal ein Video hochladen, wo ich euch zeige, wie ihr an die Klangperlen für alle Gräber- und Geistertallilien kommt, also die Ressource, die ihr benötigt, um eure Geisteraschen aufzuwerten. Und wie ihr ja das Inventar von allen Händlern in der Zwischenwelt zu euch in die Tafelrunde bekommt, alles gesammelt an einem Ort, das habe ich ja auch bereits schon in einem Video gezeigt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, checkt das auf jeden Fall aus. Ist super praktisch, nicht immer überall hinreisen zu müssen. Aber ansonsten war es das für dieses Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben auf dem Video da und teilt es mit euren Freunden. Und wenn ihr noch mehr Tipps, Tricks und Guides rund um Elden Ring bekommen wollt, bleibt gerne mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei und aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich sage noch vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.